Lampukistan Gaming ist hier mit der Mafia Trilogie in der Definitive Edition. Release war am gestrigen Freitag. Ich habe natürlich sofort zugeschlagen. Alle drei Mafia Teile überarbeitet, verbessert auf der PS4. Der erste Teil ist ein Remake im Final Fantasy 7 Stil. Sprich, das Grundspiel völlig neu aufgebaut und in eine moderne Engine gepackt. Mafia 2, das wir hier gestartet haben, das ist ein Remastered vom Originalteil, das damals auf der PS3 erschienen ist. Und Mafia 3 ist einfach nur ein Re-Release mit kleinen Verbesserungen, kleinen, ja, denk mal, dass da ein paar technische Dinge ein bisschen angepasst wurden, aber im Prinzip wurde das Spiel eigentlich nicht angefasst. Also ihr habt hier alles Remake, Remaster, Re-Release, ne, die ganze Bandbreite des modernen Gamings. Und ich befasse mich heute mal mit Mafia 2, denn tatsächlich habe ich den ersten Teil nie gespielt, den zweiten habe ich durchgespielt, das ist aber schon bestimmt 10 Jahre her oder so. Keine Ahnung, wann das rauskam. Und den dritten Teil habe ich nur mal angezockt. Deshalb gucken wir uns heute den zweiten Teil an von Mafia in der Definitive Edition. Wir starten die Story. Let's go. Wir machen mal auf leicht natürlich. Diese Option ist geeignet für Anfänger oder Spieler, die mit Actionspielen wenig vertraut sind. Wir wollen ja die Story genießen, ne? Let's go. Mafia 2 Definitive Edition präsentiert die Geschichte des Spiels in ihrer ursprünglichen Form aus dem Jahr 2010. Da war ich mit meinen 10 Jahren nicht ganz falsch. Das Spiel enthält komplexe kulturelle Inhalte sowie Themen und ist daher nur für Erwachsene empfohlen. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her!
stehen bleiben oder ich schieße! Oh, scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Okay, wir schalten mal direkt den Commander hier aus und schießen mal direkt daneben. Wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Wo, was sind die Bösewichte? Der da auch? Wie laden wir nach? So, GL, um dich zu bewegen, okay? Scheiße! Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay, wo müssen wir hin? Was ist unser Ziel? Oh, klettere durch das Fenster. Okay, hier links. Oh, oh, Vorsicht. Typen mit MG müssen wir auf jeden Fall. Hey, Skelette! Hier, Mann! Eins. Okay. Hier ist kein Durchkommen. Maschinengewehr hätten wir gefunden. Vorsicht! Kriegen wir den von der Seite? Alter! Oh shit, wie kriegen wir den Typen platt? Können wir hier in Deckung gehen? Pass auf. Der ist jetzt scheiß angebracht, sie zu werfen. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster. Wie machen wir das? So? Okay. Scheiße! Hey, Skelette! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Scheiße. Nimm so viel Munition wie möglich. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Jetzt haben wir irgendein Gewehr aufgehoben. Wo können wir nochmal Munition bunkern? Okay, ich glaube, wir haben mitgegeben. 24 Schuss, ne? Das ist nicht alles, oder? Was ist hier los? SMG? Irgendeine Pistole? Ja, wird schon passen. Hier machen wir. Okay. Auf der Treppe! Da, ihr Schweine! Oha! Ja, wir haben ein gutes Auto-Aiming drin im Spiel zum Glück. Okay. Hier unten ist noch einer. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Ja, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss auf jeden Fall nochmal X drücken, um die Deckung zu verlassen. Das ist ein bisschen. Da merkt man doch das veraltete Spielprinzip. Steuerungsprinzip. Machen unsere Jungs. Ah, wir sind auf der falschen Seite. Ah, wir gehen hier lang. Ich bin hinter dir, Mann. Ein Schuss und die sind tot. In den Arm, oder? Das reicht nicht. Okay. Die Tür, Skeletta. Tritt sie ein. Und ich faccio saltare. Okay. Oh, oh, fuck, da ist noch irgendwo einer. Nochmal ein Maschinengewehr, so wie es aussieht. Anscheinend geht's hier entlang. Los. Ach,
Oh shit, müssen wir die alle töten hier unten? Wir haben limitierte Munition, glaube ich, ne? Wir dürfen ein bisschen besser zielen. Treff halt einfach gar nichts, ne? Oh, come on, warum bin ich das nicht so random, der Typ? Auf den Kopf geaimt, sehr gut. Können wir hier irgendeine Knarre aufnehmen? Von den Leuten hier? Rein mit dir, Skeletta, wir verrecken hier draußen! Wo sollen wir hin? Hier können wir was machen, hier können wir eine Waffe aufnehmen, oder? Nee. Verteidige mit dem MG das Rathaus. Hier ist ein MG. Das nehmen wir. Oh, oh. Schalt den Laster aus! Jetzt hier! Schalt den Laster aus! Wegen Laster denn? Den da? Jawohl. Irgendwo schießt noch was? Der Seite hier. Scheiße, wir haben Artillerie. Skeletta, rein mit dir. Ich weiß nicht, wie man die Waffe wieder loslässt. Ah, okay. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Cao? Cacetto! Un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi da me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Okay, wir haben das Spiel noch nicht ganz installiert. Ich denke mal, das war jetzt der erste Abschnitt. Wenn das Ding hier komplett installiert ist, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Mission wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.